Hallo Ravensburg, hallo Baden-Württemberg. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Humpes der Talk, hier aus dem historischen Humpes-Quartier in Ravensburg. Wir wollen Sie heute verzaubern und dazu haben wir uns entsprechende Gäste eingeladen. Sven von Falkowski ist Leiter des Puppentheaters in Wangen und er verzaubert dort sein junges Publikum. Thorsten Strothmann hat ein anderes Publikum, ist etwas älter, aber als Magier verzaubert er auch eher dort. Er hat in Stuttgart im Römerkastell ein eigenes Theater. Wir fangen an mit Sven von Falkowski. Wir haben einen Film vorbereitet und den zeigen wir Ihnen jetzt. Das Umstrittenste an Sven von Falkowski ist wohl seine Identität. Für Erwachsene ist er ein Puppenspieler, der in Wangen im Allgäu lebt. Aber jedes kleine Kind sieht besser, dass hier Kasperlshausen ist und niemals ein Sven, sondern nur der Kasperl selbst wohnt. Sven muss hier also sowas wie der Hausmeister sein. Wer denn bitteschön sonst? Dem Künstler ist das völlig bewusst. Würden die Kinder ihn anders bemerken, liefe etwas falsch. Sie sollen eintauchen in die Puppenwelt. Dabei geht es ihm nicht um pädagogisches Theater, sondern um Volkskunst. Seit 11 Jahren führt er sie im Wangener Puppentheater für Kinder, Erwachsene und manchmal sogar Jäger auf. Und hin und wieder tourt er mit seinem Bauchtheater durch die deutschsprachige Welt. Der 46-Jährige habe aber auch was Richtiges gelernt. Er war mal Erzieher. Mittlerweile ist er lieber nur noch das, worin er am besten ist, Hausmeister oder Puppenspieler. Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben eben im Einspieler gesehen, dass Sie so ein Allroundman sind. Vom Karten abreißen bis zum Aufräumen machen Sie so ziemlich alles alleine. Haben Sie aus der Not eine Tugend gemacht oder ist das Konzept? Also erstens das Konzept, zweitens rechtfertigt das die Eintrittspreise, die sehr niedrig sind. Und ja, ich bin auch nicht so ein Teamplayer, dass so viele Leute um mich herum aushalten. Aber ich habe ja jede Menge Puppen, die regeln dann den Rest. Okay, mit denen unterhalten Sie sich auch regelmäßig? Ja, die mit mir. Okay. Das ist das Problem, die machen sich immer enorm lustig über mich. Was ist Ihre Lieblingsfigur? Jetzt würde jeder erwarten, dass ich der Kasper sage, aber das ist nicht so. Also die Puppe, die ich gerade spiele, glaube ich. Mhm. Also der Held in unserem Theater ist der Wurstel, das ist unser Hund. Und ich glaube, 80% des Publikums kommen wegen dem Hund. Ja, 20% wegen dem Kasper und dann der Rest wegen mir. Was zeichnet diesen Wurstel aus? Also der macht sich einfach über die Erwachsenen lustig und ich glaube, das ist sowas, was die Kinder mögen. Also er macht sich auch über mich lustig, aber er macht sich immer sehr, sehr viel über die Erwachsenen lustig. Mhm. Nochmal zur Kasper-Figur. Was fasziniert Sie so an dieser Kasper-Figur? Ja, sie ist der Narr halt. Sie kann alles sagen. Oder ich kann alles sagen und schieb's dann immer einfach auf den Holzkopf da oben. Wie viel vom Kasper steckt in Ihnen persönlich? Meine Hand. Sonst nichts? Sonst ja, doch, nur ich halt. Ich halt. Aber das gebe ich nicht so gern zu, weil dann die Leute ja alles auf mich schieben. Also es ist der Kasper, das bin ich nicht. Ist das Publikum, also Ihr Kinderpublikum, sage ich mal, ist das berechenbar? Gibt es also die bestimmte Gags, wo Sie wissen, das geht immer, bestimmte Formulierungen? Oder erleben Sie da auch immer wieder mal Überraschungen? Ja, deshalb bin ich ja fürs Kindertheater, also oder bin zum Kindertheater gekommen, weil Kinder sind einfach ehrlich. Kinder sagen einfach, das finde ich völlig doof und gehen halt auch. Erwachsene, denen kann man sagen, so und ihr klatscht jetzt und das ist jetzt Kunst und dann klatschen die alle ganz brav und dann gehen die auch raus und das ist Kunst. Und Kinder gehen einfach. Kinder sagen dann, das fand ich total blöd und gehen. Und deshalb muss man die immer wieder erobern. Also man, klar funktionieren ein paar Gags, das weiß ich. Die Glocke, die man so im Einspieler gesehen hat, die funktioniert immer. Aber Kinder sind enorm kritisch. Sie holen ja die Kinder schon beim Betreten des Theaters ab. Beziehen die immer schon mit ein. Und das gehört auch zum Konzept. Das ist sozusagen die Zugabe, die mache ich dann einfach immer schon vorher und dann brauchen die Leute das nicht mehr einfordern.
Sie haben in Ihrem Leben ja auch mal was anderes gelernt. Was Richtiges. Was Richtiges, okay. Das habe ich nicht gesagt. Das ja, haben ja, Sie gesagt. Ja, ja, doch. Was war das? Ich bin Jugend- und Heimerzieher. Eine gewisse Nähe ist ja da. Sie haben sich auch schon mit Jugendlichen oder mit jungen Menschen beschäftigt. Oder ist das ganz was anderes? Ja, das ist völlig, ja das ist richtig und ernst gewesen. Und das habe ich auch mit Herzblut gemacht, über viele, viele Jahre. Aber eigentlich wusste ich immer, dass ich Puppenspieler bin. Mhm. Woher wussten Sie das? Oder das woran haben Sie das einfach gemerkt? Das ist immer so diese Standardfrage, warum wolltest du Puppenspieler werden? Ich wusste das einfach. Ich wusste das von Anfang an, seit ich schon so klein war. Und da gab es auch kein Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich habe einen tollen Puppenspieler gesehen. Mhm. Ja, ich wollte einfach immer Puppenspieler werden. Mhm. Und haben Sie dann eine Ausbildung gemacht? Oder haben Sie sich das Leben. Autodidaktisch beigebracht. Das Leben. Also wenn die ersten Zuschauer rausgehen und dann weiß man, da hat man was falsch gemacht, dann muss man das nächste Mal anders machen. Und dann, ich mache das ja jetzt schon über viele, viele, viele Jahre. Welche Talente braucht man da aus Ihrer Sicht? Man muss ein guter Handwerker sein. Ich glaube, heutzutage muss man einfach, wenn man auf die Bühne geht, haben das die Leute einfach verdient, dass man sein Handwerk beherrscht. Das ist ja heute nicht mehr so in meiner Branche üblich, aber ich denke mir so, dieses Handwerk, einfach dieses Puppenhalten, dieses Akkordeonspielen, dieses bisschen musikalisch auch sein, das ist wichtig heute. Seit wann sind Sie im Allgäu? Also Ihr Theater ist in Wangen im Allgäu. Seit wann sind Sie da? So lange 20 Jahre. So lange. 20 Jahre? 20 Jahre, ja. Und wie hat sich das ergeben? Also Sie waren vorher, glaube ich, in Würzburg? Nein, also in Wangen war ich vorher schon und bin nach der Wende, habe ich gespielt hier drüben auch mal so, mal zu gucken, wie das Westpublikum ist. Und dann habe ich überall gesagt, ich bin Erzieher und dann konnte ich mir im Prinzip aussuchen, wo ich eine Arbeit bekomme. Als Erzieher war das relativ einfach. Ja, und dann bin ich hier irgendwie hängen geblieben und habe dann aber ein Angebot gekriegt, nach Würzburg zu gehen, dann Theater zu übernehmen und bin dann immer gependelt. Aber so bei 400 Vorstellungen im Jahr, da weiß man dann, dass man nicht so oft dann nach Hause kam. Und in Wangen machen Sie wie viele Vorstellungen? Also ich habe ja noch einen mobilen Bereich. Also ich tippe mal so 450, ich zähle das nicht, aber so 450, ja. Sie haben eben schon mal die Eintrittspreise erwähnt, dass die so moderat sind. Was kostet bei Ihnen so eine Vorstellung? Also 3 Euro in der Nachmittagsvorstellung und 6 Euro im Abendprogramm. Okay, und die sind meistens sehr gut besucht. Schön wär's. Nicht immer? Nein. Okay. Ich war neulich bei ihm, deswegen, das war rappelvoll. Deswegen das ist immer toll, dann rechnen die Leute immer und sagen, oh ja, wenn das so voll ist und dann macht er 400 Vorstellungen, das ist super. Nee, ich spiele auch manchmal vor 10 Leuten. Mhm. Sie machen alles selbst, also auch die Figuren schnitzen? Nee. Machen Sie nicht? Also die Handpuppen, die sind geschnitzt und die Marionetten, die mache ich selbst. Okay. Ja. Und die Texte und so, das machen Sie alles selbst? Ja. Genau. Und beim Puppentheater ist es ja manchmal so, dass eben auch grauslige Sachen passieren. Also die Oma wird gefressen oder sowas. Ja. Wie verkraften Ihre Zuschauer das? Die Eltern verkraften das immer schlecht, die Kinder nehmen das relativ locker. Ja, das ist immer, die Eltern sind dann immer enorm entsetzt, also wenn dann der Räuber mit der Bratpfanne niedergemetzelt wird und dann trotzdem wieder aufsteht. Das ist für Kinder völlig normal, das ist für Eltern heutzutage dann immer so ein Problem. Als ob je ein Kind nach Hause geht, die Bratpfanne nimmt und irgendjemand erschlägt. Aber irgendwie ist das so in den Vorstellungskraft der jungen Eltern doch da. Aber Kinder lesen ja auch Märchen und da wird die Hexe bei Hänsel und Gretel verbrannt und für Kinder auch normal. Sie, Neudeutsch heißt das, diversifizieren ja auch. Das heißt, Sie bieten auch Angebote für Erwachsene an. Also Kasper trifft Classic zum Beispiel ist ein so ein Angebot gewesen. Ja. Was haben Sie noch in dieser Richtung? Das Marionettentheater, das ist so ein Bauchladentheater, da spiele ich Rotkäppchen oder Liebe geht durch den Magen. Oder der Gevatter und der Doktor, das ist so eine Faust-Adaption. Das ist dann so, da kommen die Leute und denken, sie sehen erstmal richtig Kunst. Und dann sehen sie Kasper-Theater und gehen dann, glaube ich, ganz fröhlich nach Hause. Und damit gehen Sie auch nach außen? Also man kann Sie da auch buchen als für Betrieb? Ich bin richtig käuflich, genau. Ja, okay. Ja. Also für Betriebsfeste oder Ähnliches? Ja. Ja? Ja. Okay. Außerdem bringen Sie Erwachsenen das Puppenspielen bei? Ja, das steht so auf der Homepage und das mache ich.
Das mache ich auch manchmal, aber die Leute denken immer, es ist sehr einfach. Man schlüpft da rein und hält es dann hoch, wackelt ein bisschen und dann ist das lustig. Das ist es ja nicht. Du musst eine Puppe fühlen. Also ich finde immer, man muss eine Puppe fühlen. Und wenn ich nie eine alte Großmutter kennengelernt habe, kann ich die auch nicht spielen. Und wenn ich nie was Böses in mir drin habe, dann kann ich auch den Bösewicht nicht spielen. Dann gibt es dann so eine resozialisierte Hexe oder so einen Räuber, der dann einkaufen geht für die Großmutter, was für Kinder ein völliger Schmarrn ist. Aber das passiert dann bei solchen Kursen. Mhm. Deshalb mache ich es nicht so oft. Okay. Was sind die Pläne jetzt in absehbarer Zeit in Ihrem Theater? Was wird gerade gespielt? Also zurzeit spiele ich Feste feiern im Kasperhaus. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich gestern vor 11 Jahren Geburtstag gefeiert habe, also Premiere hatte, also jetzt Geburtstag habe. Und deshalb heißt das Stück Feste feiern. Aber bei mir gibt es immer die Titel, aber nicht die Stücke. Und für Erwachsene spielen wir zurzeit noch Rotkäppchen oder Liebe geht durch den Magen. Mhm. Und was ist das Besondere an diesem Erwachsenenstück? Meine Rotkäppchen. Geht ein bisschen deftiger zur Sache. Kenn ich ja. Ja. Werden mehr gefressen. Okay. Ja, also ich fresse da ziemlich reihum. Sieht man mir ja auch. Also so, das ist schon ein Stück für mich. Okay, dann wünsche ich Sie Ihnen persönlich und Ihrem Theater weiterhin viel Erfolg. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine kleine Unterbrechung und gleich kommt dann Thorsten Strothmann. Er wird uns weiter verzaubern. Bleiben Sie dran.